Ich für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Der Gesundheitshaushalt, den wir jetzt schon seit einiger Zeit diskutieren, ist der beste Gesundheitshaushalt, den wir in dieser Legislaturperiode vorlegen. Wir haben eine Finanzierung von 14,5 Milliarden, die wir aus dem Bundesetat in die Finanzierung der Gesundheitsausgaben und des Gesundheitswesens geben. Ich will noch einmal deutlich sagen, das sind 4 Milliarden mehr als noch 2014, und es sind 3 Milliarden mehr als 2015. Ich betone das deswegen, weil die Opposition in den letzten Debatten ja keine Chance ausgelassen hat, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir nicht genug Geld in diesen Gesundheitsbereich geben würden. Ich habe heute kein einziges Wort von der Opposition gehört, dass wir dieses ausgemerzt haben und dass wir jetzt genug Geld und mehr Geld in den Gesundheitsbereich geben. Also 14,5 Milliarden verbessern die Situation ganz entscheidend. Und wir haben zum Zweiten, das muss man auch noch einmal darstellen, eine Liquiditätsreserve im Gesundheitsfonds von 10 Milliarden. Das ist auch ein ganz erheblicher Betrag. Und ich glaube, auch das gehört dazu, dass man das der Bevölkerung und der Öffentlichkeit einmal deutlich macht, welche Mittel hier zur Verfügung stehen. Und dritter Punkt in diesem Zusammenhang: Die Finanzreserven der gesetzlichen Krankenkassen betragen rund 15 Milliarden. Auch hier haben wir eine positive Situation. Und wenn Sie sagen, das reicht nicht als Argument, dann sage ich, der Bürger muss auch wissen, wie die Situation in diesen Etats aussieht, damit er erkennen kann, auf welcher Basis wir hier miteinander diskutieren und in welcher Weise wir hier arbeiten wollen. Herr Heiderich, erlauben Sie Zwischenfragen oder Bemerkungen? Gut, dann Frau Kleinschmeink. Ich möchte Sie einfach konkret fragen. Die Große Koalition hat ja für die 10 umfangreichen Gesetze ungefähr ein Mehrausgabenvolumen von 12 bis 14 Milliarden bis 2020 eingeleitet und schon beschlossen. Und dafür brauchen wir ja eine Finanzierungsgrundlage. Und da ist ja insgesamt die Frage, wem werden Sie die Finanzierung dieser Mittel denn jetzt aufbürden? Bleibt die Union dabei, dass das alleine die Versicherten tragen? Das frage ich Sie ganz konkret. Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist ja eben schon mehrfach diskutiert worden. Ich rede über den Anteil, den wir aus dem Haushalt direkt in die Finanzierung des Gesundheitswesens geben. Die andere Frage ist die Finanzierung über Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Da haben Sie eben gehört, dass die Fachpolitiker, und zu denen gehöre ich nicht, ich bin Haushälter, dieses Thema intensiv diskutieren und dass es darüber in der nächsten Zeit, ich würde wohl sagen in der nächsten Wahlperiode, Entscheidungen geben wird, die genau das tun, was Sie gefragt haben, nämlich das Gesundheitswesen ausreichend finanzieren. Und da lassen Sie mich auch sagen, ich glaube, dass wir hier in Deutschland nach wie vor eines der besten Gesundheitsversorgungen weltweit haben. Auch das muss einmal gesagt werden. Wir haben vorhin gehört, 5 Millionen Menschen sind aktiv in diesem Bereich, die sich jeden Tag engagiert einsetzen, damit die Bürger hier bestens versorgt werden. Und wir haben einen Ausgabenbereich, der mit 320, 330 Milliarden Euro etwa so groß ist wie der Bundeshaushalt. Und das ist an dieser Stelle natürlich an der einen oder anderen Situation auch Veränderungen gibt, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch neue Beschlüsse fassen müssen. Das ist selbstverständlich, denn wir wollen ja nicht bei dem Versorgungswesen von gestern stehen bleiben, sondern wir wollen uns mit modernen, mit neuen Methoden beschäftigen und neue Methoden einführen. Und deswegen haben die Fachpolitiker und hat der Minister, das ist eben ja auch schon ausführlich hier vorgetragen worden, ich glaube, noch nie so viele neue Beschlüsse, noch nie so viele neue Gesetze verabschiedet, wie wir das in dieser Legislaturperiode gemacht haben. Und auch da muss mal Danke gesagt werden an alle die, die da beteiligt waren. Und man merkt es ja auch in der Diskussion, was die Argumente, insbesondere der linken Opposition, angeht.
dass Sie hier immer erst, wenn Sie nach hier vorne kommen, die Pappkameraden selber aufbauen müssen, um sie dann anschließend mit großem rhetorischen Werf wieder umzuwerfen. Also Sie merken auch, wir sind hier gut aufgestellt und dafür sorgen wir auch, dass das so bleibt. Eine kurze Bemerkung noch zur Frage der Finanzierung. Ja, diese Finanzierung ist im Moment deswegen so erfolgreich, weil es in diesem Land wirtschaftlich gut geht, weil die Menschen in den letzten Jahren jedes Jahr Lohnzuwächse hatten, und zwar erhebliche Lohnzuwächse, und aus diesen erheblichen Lohnzuwächsen natürlich auch eine deutlich höhere Finanzierung im Gesundheitsbereich entsteht. Das ist der Erfolg oder das Geheimnis hinter dieser Aufgabe. Und deswegen muss man, Frau Matthes, glaube ich, schon sehr sorgsam überlegen, wie man die Finanzierung in Zukunft weiterentwickelt, damit man diesen Wachstumsweg hier so weiter aufrechterhalten kann. Ich will aber auch, und das ist schon eben mehrfach angesprochen worden, darauf hinweisen, als Haushälter, dass wir im Bereich der Sozialausgaben jetzt, was den Haushalt angeht, bei ungefähr 170 Milliarden Euro sind. Wenn Sie bedenken, dass der Gesamthaushalt etwa 330 Milliarden Euro umfasst, dann können Sie sich leicht ausrechnen, dass wir deutlich über 50% des Haushalts in den Sozialbereich geben. Und diese Zahlen werden in den nächsten Jahren weiter steigen. Bis 2020 wird dieser Ansatz sich noch erhöhen. Und natürlich müssen wir alle gemeinsam darüber nachdenken, ob ein Staat das so auf Dauer weiter sich entwickeln lassen kann. Wenn wir sagen, wir müssen in Zukunft investieren, wir müssen Bildung und Forschung voranbringen, wir müssen neue Technologien haben, wir müssen investiv in diesem Land unterwegs sein, dann muss dafür auch ein entsprechend großer Teil des Bundeshaushaltes vorhanden sein. Und wir können nicht immer nur in neue Sozialleistungen die Gelder ausgeben. Auch da sind wir alle gemeinsam gefordert, von der Fachpolitik bis zur Finanzpolitik, dass wir hier in den nächsten Jahren die Strukturen verändern. Wir haben, ich lasse niemanden aus, verehrte Frau Kollegin Lötzsch. Wir haben auch einen Schwerpunkt im Bereich des internationalen Gesundheitswesens. Wir wollen nicht nur der drittgrößte Beitragszahler bei der WHO sein, wir wollen auch die Entwicklung mitgestalten. Und deswegen haben wir dort neue Mittel eingestellt. Und Minister Gröhe ist seit einiger Zeit unterwegs. Auch die Bundeskanzlerin war bei der Vollversammlung der WHO. Wir wollen in die Strukturveränderungen der WHO uns mit einbringen. Das ist angesichts der Ebola-Krise deutlich geworden, dass man dort nicht schnell genug reagieren konnte, dass es dort eine Menge von Strukturmängeln gab. Und Frau Can hat auch ganz persönlich, die Direktorin der WHO, gesagt, sie wünsche sich hier aus der deutschen Erfahrung eine Mitarbeit. Das wollen wir verstärken. Wir wollen dort auch inhaltlich im Bereich der Antibiotikaresistenzen aktiv mitarbeiten, weil das ein Thema ist, was uns alle weltweit beschäftigt und wo wir zusätzlich hier initiativ werden wollen. Und wir wollen natürlich auch, wenn die G20 jetzt auf uns übergeht, auch im Gesundheitsbereich hier entsprechende Zeichen setzen. Dafür haben wir Mittel im Haushalt eingeplant. Und damit wollen wir in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr entsprechend aktiv werden. Es ist schon angesprochen worden, Prävention ist uns ein wesentliches Thema. Auch hier sind die Mittel erheblich oder deutlich verbessert worden. Und wir wollen in diesem Bereich aktiv weiterarbeiten. Einige Details sind schon genannt worden, die will ich hier gar nicht wiederholen. Aber eins ist auch klar, wenn wir Prävention ernst nehmen, ist das einer der wenigen Wege, den Anstieg der Gesundheitskosten einigermaßen hier im Griff zu behalten. Und wir wollen Prävention ganz am Anfang beginnen. Wir stärken die Mittel für die Kindergesundheit, dass wir von Anfang an von der Kita über die Grundschule hier die Kinder damit vertraut machen können. Es wurde eben schon mal gesagt, mit so Sachen wie Ernährung, mit Dingen wie Bewegung, mit Informprogrammen und Ähnlichem mehr, damit auch schon vom kindlichen Alter aus dieser Gedanke der Prävention hier mit aufgenommen wird. Lassen Sie mich einen letzten Punkt ansprechen. Wir haben ja einige Forschungsinstitute, die wir im Hause mit
hier finanzieren. Die Frage der landärztlichen Versorgung. Wir haben, oder die Fachpolitiker, Minister, zwei neue Gesetze gemacht, 2012. Wir haben 2015 noch mal ein neues Gesetz gemacht, noch mal mit neuen Möglichkeiten, mit Fondsmitteln. Und trotzdem gibt es jetzt gerade aus dem Institut für Gesundheit und Sozialforschung einen neuen Hinweis, dass wir dort noch genauer hinschauen müssen, dass wir dort noch stärker aktiv werden müssen, weil vor allen Dingen in den ländlichen Regionen jetzt etwas passiert, dass die Patienten, wenn sie ein Anliegen haben, direkt in die Notversorgung des Krankenhauses gehen. Und dort ist ein deutlicher und erheblicher Anstieg zu erkennen, so sagt dieses Institut. 44% der Patienten, wenn ich es richtig hier sehe, nehmen direkt diesen Weg wahr. Das ist ein Zeichen, dass wir dort noch nachsteuern müssen, dass wir die vielen Möglichkeiten, die wir geschaffen haben, die wir den kassenärztlichen Vereinigungen an die Hand gegeben haben, offensichtlich noch nicht genügend umgesetzt werden. Und dass wir, und da sehen Sie, wir sind den Dingen genauso auf der Spur wie Sie, dass wir hier noch intensiv weiter an dieser Stelle arbeiten müssen. Denn die Versorgung, die ärztliche Versorgung, insbesondere die hausärztliche Versorgung im ländlichen Raum, ist nach wie vor ein großes Thema. Und das sollten wir weiter hier verfolgen. Insgesamt, ich wiederhole mich, gibt dieser Haushalt des Jahres 2017 die besten Voraussetzungen. Wir sollten ihn gemeinsam beraten, um daraus für die Bevölkerung und für die Gesundheit, für das Gesundheitswesen auch die besten Ergebnisse zu erzielen. Schönen Dank. Vielen Dank. Als letzte Rednerin in dieser Runde.